In vielen Religionen kennt man Meditation, doch sie ist, streng genommen, keine religiöse Methode. Zumindest nicht, wenn man Religion mit Offenbarung, Glaube oder einem persönlichen Gott verbindet. Damit hat Meditation wenig zu tun. Wenn man Religion auch als Erkenntnisweg sehen kann, so wie in den meisten Richtungen des Buddhismus, wenn man Religion als Suche nach dem Ursprung deutet, ist Meditation sehr wohl eine religiöse Methode. Richtig geübt führt sie vom Tagesbewusstsein in immer tiefere Bewusstseinsschichten. Am interessantesten und wohl auch am eindrucksvollsten ist die erste meditative Versenkung. Sie heißt auf Sanskrit Piti. Auf Deutsch bedeutet es Interesse oder Verzückung. Sie tritt nicht nur in der Meditation auf, sondern kann auch bei anderen spirituellen Methoden und sogar spontan auftreten. Marathonläufer kennen sie, der Mönch in seiner Klause, ein Wissenschaftler oder eine Köchin, die sich ganz stark auf ihre Arbeit konzentrieren. Menschen in Rockkonzerten, beim Sex oder in religiösen Erweckungserlebnissen evangelikaler Kirchen. Das sind ganz unterschiedliche Tätigkeiten und Situationen, zwischen denen keine Verbindung zu bestehen scheint. Ihnen allen ist nicht ein Gotteserleben oder andere religiöse Zustände, sondern eine starke Konzentration gemein. Durch diese kommt es zu diesen außergewöhnlichen, verzückten Bewusstseinszuständen, zu denen jeder menschliche Geist fähig ist. In der Einsichtsmeditation lernt man sie bewusst herzustellen. Treten diese mystischen oder ekstatischen Zustände spontan im Rockkonzert, bei evangelikalen Gottesdiensten oder beim Sex auf, wissen die Beteiligten nicht, wie sie hergestellt haben. Sie sind dann quasi eine Nebenerscheinung der starken Konzentration auf nur diese eine Sache. Über die erste Versenkung führt die Methode in die weiteren und tieferen Versenkungszustände der Meditation.